Und damit ein ganz, ganz herzliches Moin und willkommen zurück zu einem erneuten Fortnite Rettet die Welt Video hier heute auf unserem, na wo wohl, genau, auf unserem YouTube-Kanal. Das war der Gag des Tages. Freunde, an diesem wunderschönen Tage gibt es nicht nur viele Gags von mir, nein, auch eine neue Season. Wir haben nämlich heute den 20. März 2022, wer hätte es gedacht. Genau, die Chapter 3 Season 2 erwartet uns seit heute und in Fortnite LEW hat sich auch mal wieder etwas getan. Es gibt keine neue Map, es gibt kein sonst etwas neu, aber ein neues Pack. Und dieses werden wir heute einmal vorstellen. Ich werde euch alles zeigen und natürlich auch alle Infos dazu sagen, was innerlich so abgeht. Denn ich denke, ihr könnt euch den meisten Teil auch selber denken. Ja, das sind ein paar Items. Gut, da kannst du ein 3-Minuten-Video zu machen, wenn wir ganz ehrlich sind. Und dann ist man da durch. Ich möchte euch aber vor allen Dingen auch nochmal was zu den Aufträgen sagen und allen Drum und Rum. Es gibt nämlich da ein paar Verschiedenheiten in Bezug zu den alten Paketen. Es ist sehr unübersichtlich, es ist ein schwieriges Thema und ich hoffe, dass ich da heute die richtigen Worte zu finde. Ich muss auch ganz ehrlich sein, ich habe das Video schon öfters aufgenommen, weil ich echt immer wieder unzufrieden war. Ich hoffe, dass es jetzt passt in diesem Sinne, sonst werdet ihr das Video eh nicht sehen. Ich möchte es aber nicht zu viel drum labern und werde in diesem Sinne einmal anfangen, möchte aber trotz alledem, doch ganz kurz muss ich noch nerven. Abo, Like, Glocke und der Creator-Code FVM, wer es möchte. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht nerven. Wir fangen mal an. Also, hatte ich schon gesagt, wie das Pack heißt. Fortnite Mecha Pop-Paket. Ja, es gibt einen Skin, es gibt einen Backbling, eine Picke, V-Bucks und die Vollversion von Fortnite LEW. Für 15,99 € kann man dieses Paket hier snaggen. Und wir gehen jetzt mal in den BR-Modus. Und das nicht, weil ich LEW nicht leiden kann. Das auf keinen Fall. Aber wir können dort im Shop ebenfalls dieses Paket sehen. Wenn der ganze Schinken lädt, wunderbar. Ihr wisst Bescheid, auch hier kann man den CC nochmal eingeben. Aber da auch vor allen Dingen Ukraine, genau, da ist hier dieses Event momentan, dass du quasi zwischen dem 20. März, das sage ich jetzt mal ganz kurz mit schnell, und dem 3. April quasi, ja, alle Einnahmen von Epic Games werden dann quasi rübergespendet, was ich eine sehr, sehr geile Aktion finde. Großes, großes Herz an Epic, muss ich sagen. Wirklich, also, na, finde ich gut. Das muss man auch Fortnite mal zugutheißen. Gut, alles gleichen. Jetzt geht's aber los. Und zwar kann man hier die ganzen Items sehen. Hatte ich das schon gesagt? Besser als in LEW. Das ist das Ding und deswegen gehen wir auch hier rüber. Also nochmal ganz explizit: Wir haben hier den Mecha Pop Skin mit dem sogenannten. Ja, perfekt. Egal, ich lasse es jetzt sein, was ich sagen wollte. Mit dem, genau, Pop Pack Backling und der sogenannten pneumatische Pop X Spitzhacke. So, wie dem auch sei, Belohnungen und das ist der ganze Punkt, wo wir gleich zukommen. Das wird ein richtig sehr, sehr un. Das wird richtig. Komme ich jetzt zu erklären, aber ihr werdet es hoffentlich verstehen. Hört bitte richtig zu und wie gesagt, jetzt schon mal im Voraus, falls es Fragen dazu gibt. Ergänzungen oder irgendetwas, bitte nutzt die Kommentare oder den Livestream-Chat, wenn wir live sind. Wie gesagt, das sind wir oft, deswegen sagte ich auch gerade, gerne Glocke aktivieren oder auf Instagram oder auf Discord und dergleichen. Gut, so viel dazu. Jetzt erstmal noch da hier zu, ne? Fortnite rettet die Welt, dauerhafter Codezugriff bedeutet, ihr bekommt quasi mit diesem Paket, das ist die Chance momentan, genau, RDW zu bekommen. Ne? Also wie man quasi RDW jetzt momentan so kriegen kann, ist nicht klar. Das Paket, was jetzt da ist, und das alte ist so gesehen rausgegangen. Bedeutet das vorherige, lass mich jetzt nicht lügen, Robo Kevin Paket hieß das, wo ich auch schon einige Videos zu gemacht hatte, das hat das jetzt quasi ersetzt. Es wurde mir vorhin auch gerade ein Kommentar von jemandem geschrieben, das sage ich jetzt gleich mit, denn es gibt viele Fragen zu diesen ganzen Packs immer, das ist ja auch okay. Genau, ob das nochmal wiederkommt irgendwann, das Robo Kevin oder die vergangenen Pakete. Das ist schon einige Male passiert. Ist halt eine Frage der Zeit. Man weiß halt nicht, wann das genau ist. Wie dem auch sei, wird dieses Paket wahrscheinlich bis zur nächsten Saison drin bleiben. Also bis zu ungefähr Juni. Und genau, die Vollversion von Fortnite rettet die Welt. Behaltet ihr immer, das ist ganz wichtig. Da gab es auch schon sehr, sehr oft Fragen. Und die, glaube ich, mit meistgestellte Frage. Und dann gehen wir wieder RDW. Dann muss ich euch den ganzen anderen Rest mal hierzu erklären. Genau, kann man V-Bucks noch durch diese Version erhalten? Leider nein. Wenn ihr noch die alte Version habt von Fortnite rettet die Welt, wie ich das Gott sei Dank habe, genau, die man quasi Early Access, die Entwicklungsphasenversion, diese Gründerpakete so gesehen mit Nocturno und diesen ganzen anderen Sachen. Also, ihr braucht keine Nocturno, sondern Revolte des Gründers. Wenn ihr Revolte des Gründers habt, bekommt ihr auch V-Bucks, sagen wir es mal so. Genau, wie gesagt, da hat man quasi noch V-Bucks. Das ging bis, gute Frage, glaube ich, Mitte Juni, Juli 2020, Mitte des Sommers in diesem Jahre quasi. Und genau, ihr behaltet auch eure V-Bucks-Mission trotz alledem noch. Auch wenn ihr, wie gesagt, jetzt die neue kauft. Ja? Das heißt nicht, dass ihr quasi jetzt dann dadurch, dass ihr euch ein neues kauft, die verliert. Und jetzt kommen wir zu diesen ganzen Sachen, die auch sehr, sehr viele interessiert. Die Items haben wir vorgestellt. Jetzt geht es quasi zum Teil 2. Und das ist echt ein klein wenig schwierig zu erklären. Gut, so schlimm eigentlich nicht. Aber, ey Leute, ich muss euch mal ganz ehrlich sein, ich hätte jetzt fast das Video schon wieder falsch aufgenommen. Ich sehe nämlich gerade noch was. Ich wollte nämlich gerade sagen, das ist auch was, was sich zu den vorherigen Paketen geändert hat. Das ist nämlich jetzt der Punkt. Ihr müsst, wenn ihr dieses Paket kauft, na, um die V-Bucks zu erhalten und so diese anderen Sachen,
in dem Steinwald-Stromschild nicht wie früher in die erste SSV absolvieren, sondern bis zur dritten. Herausforderungen werden erst nach Abschluss der Stromschildverteidigung SSV 3 in Rettet die Welt freigeschaltet. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Bedeutet, ihr müsst ihr erstmal drei SSVs machen, dass ihr diese Aufgaben bekommt. Und die Aufgaben wiederum, die bekommt ihr dann hier. Ja, das ist dann zwischen Hauptaufträge und tägliche Aufträge irgendwo oder zumindest hier oben. Da steht dann Starterpaket-Aufträge dort. Und da kann man sich dann die 1500 V-Bucks, damals waren das übrigens 1000, das heißt, in diesem Paket gibt es 500 V-Bucks mehr, aber dafür etwas anderes weniger, da komme ich gleich zu, erfarmen. Und wie man das macht, sage ich euch sofort. Erstmal kurz diese anderen Sachen. Also, es gab damals immer Röntgen-Tickets. Und mit dem heutigen Update, jetzt wird es echt kompliziert, wurde irgendwie was mit diesen Röntgen-Tickets entfernt. So, bedeutet, dass ihr durch dieses Paket jetzt keine Röntgen-Tickets mehr bekommt. Das sind diese Tickets, wo man sich vorher diese Lamas hier kaufen konnte. Röntgen-Tickets sind übrigens diese hier. Die gibt es in dem Paket nicht mehr. Dafür gibt es dort 500 V-Bucks mehr. Wie gesagt, zu diesen V-Bucks-Aufgaben kommen wir sofort. Wenn man AirDivision hatte, auch mit V-Bucks damals, bekommt man jetzt aber nicht nur für eine tägliche Aufgabe V-Bucks, sondern auch Röntgen-Tickets. Und das ist eigentlich auch bei den Missionsalarmbelohnungen so. Bedeutet, wenn ihr hier irgendwo V-Bucks bekommen hättet, bekommt ihr jetzt nicht nur V-Bucks, sondern auch die Röntgen-Tickets, die es vorher nur für die gab, die quasi keine V-Bucks mehr bekommen. Das war quasi die Entschädigung für alle die, die keine V-Bucks mehr bekommen. Es ist unübersichtlich, ihr merkt das. Vielleicht versteht ihr das doch relativ gut, aber es ist irgendwie richtig hin und her. Das Problem ist, Fortnite wechselt andauernd diese ganzen Sachen durch. Mal ist es so, mal ist es so, dann ist es wieder so. Und das verwirrt die Leute einfach. Und das ist unnötig, finde ich. Aber wie gesagt, so. Austauschen können wir das trotzdem noch. Genau. Ha, gut. Und ich denke jetzt auch mal, dass man dann quasi, auch wenn man eine höhere Mission hat, man mehr Röntgen-Tickets mit den V-Bucks zusammen erhält. Dass es quasi parallel jetzt verläuft. Ich bin absolut komplett durcheinander gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ebenfalls haben wir heute ein RDW, das sage ich mal ganz kurz, mit zwei Upgrade-Lamas erhalten und 1000 Röntgen-Tickets einfach mal so. Also für alle diejenigen, die RDW schon hatten. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, woran das liegt. Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen. Was ich auf alle Fälle sagen kann, ist, dass es noch diese anderen V-Bucks-Missionen gibt und dazu kommen wir jetzt. So, ich hoffe, dass ich zu den Röntgen-Tickets alles gesagt hatte. Also es hat sich heute wirklich einiges so ein bisschen. Es ist nicht viel an sich, aber es ist doch schon einiges, aber irgendwie auch nichts groß Relevantes. Es ist irgendwie schwammig. Ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Naja, gut. Also, diese Aufträge. Ihr wollt die V-Bucks haben, ich denke, das ist mit das Wichtigste. Wenn dann hier oben dort steht, das sagte ich ja vielleicht vorhin, hatte ich das schon gesagt, kein Plan, dass dir dann oben dort steht Starterpaket-Aufträge. Ich hatte zumindest gesagt, dass die hier zwischen denen irgendwo sind oder zumindest hier oben bei Auftragsbeschreibung. Wie ihr dorthin kommt, einfach PS-Controller L3. Ne, ich glaube R3. Seht ihr, ich bin auch schon durch. Genau, und dann solltet ihr eigentlich diese Aufträge absolvieren müssen, um die anderen quasi Aufgaben abzuschließen. Das heißt, ihr müsst bei diesen anderen Aufgaben, ich kann euch das jetzt gerade nicht zeigen und ich, wie gesagt, nochmal, weil ich das jetzt nicht habe, das Paket, ich weiß auch nicht, ob ich mir das hole, muss ich ganz ehrlich sein. Denn, und das ist noch eine kleine Sache, das wollte ich noch sagen, das hatte ich vergessen, es gibt jetzt übrigens auch keinen Rettet die Welt-Helden mehr dazu. Das heißt, es war ja immer früher so, dass ihr quasi den Fortnite Battle Royale Skin erhalten habt und den RDW-Held nochmal parallel, einzeln aber, der dann auch in der Sammlung angezeigt wurde, dass zum Beispiel Entdecker, Konstrukteur, Soldat oder Ninja war. Da gibt es jetzt, wie gesagt, keinen mehr. Die sind übrigens hier irgendwo. Ach, bin ich jetzt doof? Gibt es denn die Starterpaket, Leute, hier? Genau, da gibt es keinen mehr. RoboKevin ist der letzte und es gibt für das neue Paket keinen mehr. Das heißt, das wurde auch irgendwie entfernt. Genauso wie die ehemaligen Skizzen, die immer dazu waren. Es gab ja auch für Skizzen die Wanddynamo-Skizze und dergleichen Elektroschockgewehr. Das gibt es leider auch nicht mehr. Das gab es ja aber schon seit einigen Paketen nicht mehr. Wie dem auch sei, also ich glaube, nach dem Maschinistin-Mina-Paket, die Leute, die sich jetzt auskennen mit diesen ganzen Sachen, die wissen, was ich meine. Die, die neu angefangen haben mit RDW, denken sich gerade, was erzählt er für ein Rotz? Muss ich ganz ehrlich sein. So, und ihr müsst dann quasi, wenn ihr diese Aufgaben hier oben habt, jetzt kommen wir erstmal wieder dazu, müsst ihr quasi dann, das steht dann dort, zum Beispiel, um die ersten 100 V-Bucks zu erhalten, schließt eine tägliche Aufgabe ab. Das ist dann hier eine. Und hier wird dann beschrieben, was ihr machen müsst. Hier beispielsweise 150 Höhlen mit einem Zombie killen oder 6 Wippen oder sowas haben. Na, genau. So, und dann müsst ihr für die nächsten 200 V-Bucks, ich denke jetzt mal, dass das so aufgebaut ist. Wenn das nicht mehr so ist, wenn sich das auch geändert hat, ich habe hier gerade leider kein Bild und ich habe auch noch nichts gefunden, irgendwo, wie wo das dort steht, dann bitte belehrt mich des Besseren. Ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz davon aus, wie das früher war und addiere mal ganz
logischerweise die 500 V-Bucks, die es jetzt mehr gibt, am Ende nochmal mit dazu. Ich sag dann gleich mal, was ich damit meinte. Also wie gesagt, wenn ihr eine Aufgabe abschließt, bekommt ihr die ersten 100 V-Bucks. Und auch die Belohnungen, die hiermit angezeigt werden, extra noch dazu. Das ist wichtig. So, dann bekommt ihr für insgesamt drei abgeschlossene Tickets. Nee, für zwei abgeschlossene. Nee, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Seht ihr? Einwandfrei. In dem Sinne, Video vorbei. Nee, Spaß beiseite. Für insgesamt drei abgeschlossene Aufgaben. War schon richtig so. Bekommt ihr 200 V-Bucks. Für insgesamt 5 abgeschlossene Aufgaben bekommt ihr 300 V-Bucks. Für insgesamt 7 abgeschlossene Aufgaben, bis dahin, so war das früher immer, gab es 400 V-Bucks. Und jetzt gibt es noch 500 V-Bucks mehr. Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass man dafür 9 Aufgaben insgesamt abschließen muss. Bedeutet, da nochmal 500 sind insgesamt 1500 V-Bucks. So, heißt jetzt nicht, dass ihr quasi, ne, eine Aufgabe macht, dann verfällt das wieder. Also ihr müsst insgesamt gesehen für die 1500 V-Bucks 9 Stück machen, solche Aufgaben. Deswegen gebe ich euch auch immer als Tipp, wenn ihr quasi schon RDW habt oder so, wer das RDW neu kauft, für die interessiert es das jetzt nicht. Aber tut euch, bevor so ein Paket kommt, wenn ihr das wisst, das kann man ja ein klein wenig abschätzen eventuell. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es jetzt in der Zukunft meist immer zum Start der neuen Season sein wird, dass ihr quasi drei Aufgaben habt, dass ihr insgesamt quasi, ja, ein klein wenig Zeit spart, dass ihr schon quasi am Tag 1 300 V-Bucks abholen könnt und dann nur noch 6 Tage braucht oder so ungefähr in dem Dreh oder ja. Ja, Leute, schwieriges Thema. Die Pakete sind immer wieder besonders. Ich sag's euch ganz ehrlich, aber so ist es nun. Und wie gesagt, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass wir alles durchgesprochen haben. Falls nicht, wie gesagt, meldet euch gerne. Und Leute, falls ihr Bock habt, Abo, Like, Glocke würde uns sehr freuen. Aber auch gerne das natürlich auf unserem Zweitkanal. So, hier steht übrigens auch noch mal eine Information im Neuigkeiten-Tab. Wie gesagt, Zweitkanäle, by the way, Basti, mein Bruder, und unser Real-Life-Schaf-Kanal, die findet ihr auf meinem Channel, auf der Spalte Kanäle, unter Ehrenmänner auch alle aufgelistet, falls ihr die mal abchecken möchtet. Links daneben, kurzer Fun-Fact, ist unser Community-Tab, da kommen alle Neuigkeiten quasi zu unserem Kanal, egal ob Livestreams oder Video, wenn irgendwann mal was verschoben wird oder irgendwie was Wichtiges ist, kann man die Leute halt auch gut auf dem Laufenden halten, deswegen wollte ich das nochmal kurz sagen. Aber die solltet ihr eh eigentlich angezeigt bekommen, die werden auch von YouTube, vom Algorithmus ziemlich gut gerankt, diese Posts. Wie dem auch sei, unser kleiner Newsletter, wer irgendwie da mal sich informieren möchte. Und sonst gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen. Außer, dass halt die Tage noch einige Videos kommen werden zur neuen Saison. Jetzt aber erstmal gut, denn es, glaube ich, geht schon lang genug, das Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr das Video aufnehmt. Wir haben es gerade auf alle Fälle knapp um 10. In dem Sinne, gibt es erstmal ins Bett. Morgen wieder arbeiten. Dann muss auf alle Fälle die Energy geladen sein. So kann man das so sagen? Ich denke schon. Also, wie gesagt, schönen Abend oder Tag. Liebe Grüße, euer Flori. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Halt die Ohren steif. Macht's sich gut, sondern besser. Adios, amigos, und Reini. Sagt auch der Meini. Und wie gesagt, Creator Code FVM. Adios. Tschüss.